Auch für die Trainer und beide waren vor Anpfiff noch bester Laune. Man kennt sich von früher, 1984 haben beide in der gleichen Klasse die Schulbank gedrückt und den Trainerschein gemacht. In der Woche übten sich beide im Relativieren. Klaus Toppmöller dämpfte die Euphorie und Michael Lokowski musste die Zweifel an der Wettbewerbsfähigkeit seines Teams zerstreuen. Die schwarz-blauen Saarbrücker, Manfred Bender, der Mann der letzten Woche, auf Bartolovic und Dino Toppmöller. Der Sohn des Trainers hatte es heute mit Ansgar Brinkmann zu tun, der die Libero-Position verlassen durfte und ins Mittelfeld eingereiht wurde. Frage an Schiedsrichter Jürgen Kreyer: Darf man schon nach 10 Minuten die rote Karte geben? Ich denke, für Tiku war es verdient nach diesem Foul an Janjak. Er sah aber gelb. Zurück zu Ansgar Brinkmann. Der fühlte sich im Mittelfeld pudelwohl und forderte in jeder Situation den Ball, auch bei Ecken und Freistößen. Ja, die Vereinsführung des VfL Osnabrück ließ in dieser Woche verlauten, wenn die Spieler gegen den Trainer spielen sollten, dann ist er reif. Nach einer Viertelstunde trat genau das Gegenteil ein. Die Gäste kämpften und spielten mit Herz und Verstand, immer angetrieben vom Filou Brinkmann. Die Ecke ohne weitere Folgen, aber anfangs klare Feldvorteile für Osnabrück. Ecke Kindgen. Klaassen kommt an den Ball. Ozabu klärt und Schiersand schaut. Können wir die da hinten irgendwie aushebeln? Ja, kein Abseits von Christian Klaassen. Peter Eich. Ja, dieser Christian Klaassen sollte eigentlich erst in der zweiten Halbzeit ran, wegen seiner entzündeten Schulter. Aber Weiland verdrehte sich nach 25 Minuten schon das Knie und deshalb musste er früher ran. Und Saarbrücken, selten wurde so schnell geschaltet wie hier. Bender wurde bedient von Moschinka. Guter Schuss, das Ganze nach einer halben Stunde. Der VfL war trotzdem die wachere Mannschaft. Plump auf Brinkmann. Der nimmt Kozavu mit in die Tiefe. Und legt ab. Klaassen, 0-1. Eine tolle Vorbereitung von Brinkmann. Der wechselte die Seiten, wie er wollte. Ein tolles Solo. Schaut gar nicht nach dem Keeper, sondern wer steht denn da im Rückraum? Immer wieder konnte er die Seiten des ersten FCS brutal aufreißen. Schon der dritte Wechsel beim VfL Osnabrück nach 33 Minuten Schütte kam. Verletzungsbedingt. Und dann die erste allgemeine Verunsicherung in dieser Spielzeit bei Saarbrücken. Peter Eich mit seinen 37 Jahren taperte er im Strafraum herum wie ein A-Jugendlicher. Und seine Vorderleute machten es in diesen Minuten kaum besser. Da musste nach dem Rückstand einiges neu justiert werden. Tja, kurz vor der Pause wurde dann nur noch mit langen Bällen in die Spitze operiert und fast hätte das ja geklappt hier. Aber Manfred Bender ist eben kein Rechtsausleger. 45 Minuten absolviert, aber noch kein Halbzeitpfiff. Saarbrücken auf Ballhalten bedacht. Wo gibt es denn bitte schön vorne eine sichere Anspielstation? Keiner da. Na gut, dann eben Kopf hoch und warten. Warten, antreten. Anspielen und Tor! Sambo Chochi löst sich von Bärhausen, sein viertes Saisontor. Der sollte ja schon mal zu den ersten FCK-Amateuren verkauft werden. Jetzt sind sie froh, dass er noch da ist. Aber dieser Bender als Vorbereiter eingedicht. Sie haben es vor dem Beitrag gehört. Das ist seine sechste direkte Vorlage zu einem Tor. Klasse! Dann war Halbzeit. Kai Wenschlag musste mit seinem gebrochenen Nasenbein ins Krankenhaus. Gute Besserung an ihn und auch an Kindgen und Weiland. Zweite Hälfte. Klaus Toppmöller wechselte aus. Sohn Dino musste raus für Musa. Molz kam für Tiku. Der Schwung war noch da. Bender. Musa und Bartolovic. Der VfL hielt dagegen. Brinkmann auf dem linken Flügel. Wer diese Tricks nicht kennt, der pennt auf Janjak. Aber zu viele Häscher. Bärhausen öffnend und Klaassen.
aber abseits. Dennoch, Christian Klaßen machte ein gutes Spiel als zweite Spitze im Strafraum neben Janjak. Ja, der VfL Osnabrück hat vor allem in der zweiten Hälfte bislang versagt. Da haben sie von 9 Gegentoren 7 kassiert und es wurde nun ein Kampfspiel, in dem die Gastgeber einfach mehr Reserven mobilisieren konnten. Hier ein Beispiel, Hörster gibt nicht nach. Die Ecke brachte nichts. Aus dieser Zweikampfstärke wuchs nun die Saarbrücker Dominanz. Choci. Klasse Solo, Brunn. Der Ball kommt zu Crozavo, der hat Zeit. In Pfosten, Tor, 2:1. Und der ließ Luft ab, trotz seiner Rippenprellung. Es war gar nicht klar vorher, ob er überhaupt mitspielen konnte. Und es war der einzige grobe Fehler von Ansgar Brinkmann. Zunächst in der Zeitlupe dieses tolle Solo von Sambo Choci, neben Olivier Ciappa, eine echte Bereicherung dieser zweiten Liga. Und dann der dicke Patzer von Ansgar Brinkmann, der nicht die Kreise stört, von Libero Leo Crozavo. Der Mannschaft von Michael Lokowski glitt das Spiel aus den Händen. Einwurf von Musa auf Choci, wie der den Ball abschirmt. Auch von Schiersand wird er nicht angegriffen. Und dann kommt Bender. Na, also mit rechts gibt es immer noch Raum für Verbesserung, aber das war schon was. Saarbrücken beflügelt durch die Führung, da lief der Ball durchs Mittelfeld wie am Schnürchen. Hörster und Musa. Steven Musa war heute eindeutig stärker als Dino Toppmüller. Die Niedersachsen hatten keine Kraft mehr zu einem kontrollierten Aufbau, hohe Bälle nach vorne. Hier war es erneut Christian Klaßen und der Ball kam dann klar von Ansgar Brinkmann. Und das war heute der Unterschied zweier ehemaliger Regionalligisten. Der erste FC Saarbrücken nutzte die Chancen einfach konsequenter. Aber für eine Spitzenmannschaft der zweiten Liga fehlt auch noch eine ganze Menge, denn mit den Kontern wurde geschlampt. Schauen Sie mal, wie viel Platz da am Ende war. Manfred Bender. Steven Musa, vorne warten Bartolovic und Choci. Und vorbei. Die Gästemannschaft, insgesamt spielten sie keinesfalls auf Rauswurf des Trainers, aber am Ende war es dann doch mehr oder weniger nur noch Verzweiflung. Ansgar Brinkmann mit dem letzten Freistoß. Das war's. Zum dritten Mal gelingt dem ersten FC Saarbrücken ein mühevolles 2:1 zu Hause. Und Tim Kruse hat am Ende festgestellt, danach gibt es in Saarbrücken immer zwei verschiedene Arten von Jubel.